Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben debattiert, diskutiert, gestritten, uns wieder versöhnt und heute bringen wir ein Gesetz auf den Weg, das richtig ist, das gut ist und das ordentlich ist. Selten, meine sehr geehrten Damen und Herren, prallten die Überzeugungen in der gesundheitspolitischen und pflegepolitischen Diskussion und Debatte so stark aufeinander wie in diesem Gesetzgebungsverfahren. Aber ich möchte schon auch unterstreichen, und das ist mir wichtig, dass diese Diskussion immer von hoher Fachlichkeit in jeder Phase geführt wurde. Sowohl die Befürworter einer spezialisierten Ausbildung als auch die Verfechter der vollständigen Generalistik hatten gute Argumente für ihre jeweilige Position. Was sich zu Anfang als klarer Weg angebahnt hatte, stellte sich im Verlauf der Debatte und vor allem mit dem Austausch mit den Betroffenen und den Akteuren der Szene durchaus schwieriger und komplexer dar als ursprünglich angenommen. Spätestens nach der öffentlichen Anhörung im vergangenen Frühjahr war es für uns Abgeordnete der Union klar, dass wir noch einen deutlichen Änderungsbedarf an dem Gesetz hatten. Klar war allerdings für alle Akteure, dass die Pflege in Deutschland eine neue Ausrichtung benötigt. Wir dürfen keine einzige helfende Hand, egal mit welchem Schulabschluss und mit welcher schulischen Ausbildung, abweisen. Das war uns wichtig. Und eine gute Pflegepolitik, und das möchte ich hier schon auch noch mal unterstreichen, ist und wird auch künftig eine tragende Säule der Sozialpolitik in unserem Land sein. Umso erfreulicher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es, dass wir als Koalitionsfraktion aus CDU, CSU und SPD nun diesen Kompromissvorschlag, den die Union eingebracht hat, auch umsetzen. Bundesminister Gröhe, Karl-Josef Laumann, Georg Nüssel und all meine Vorredner haben bereits die neuen Regelungen für die Pflegeausbildung erläutert. Und die jetzt abgeänderte Fassung des Gesetzes berücksichtigt auch die kritischen Stimmen. Das ist mir wichtig, dass wir das auch festhalten. Und eines möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass wir stets in unseren pflegepolitischen Debatten betont haben und das als Union uns auch besonders am Herzen lag. Der Zugang für Haupt- und Mittelschüler zur Pflegeausbildung wird erhalten bleiben. Und das ist ein Signal, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Signal für den Ausbildungsmarkt und an die Jugendlichen in unserem Land. Die duale Ausbildung hat Zukunft. Akademisierung und duale Ausbildung sind auf Augenhöhe. Und das ist die Basis auch für die Wertschätzung in der Pflege, die wir benötigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Schulabschlüsse allein sind nicht ausschlaggebend. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch erreicht, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung dem nächsten Deutschen Bundestag zur Beschlussfassung zugeführt wird. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Und wenn wir einmal auf andere Gesetzgebungen schauen, und damit haben wir dem Parlament die Chance eingeräumt, ganz genau zu beobachten und auch zu schauen, ob die neue Prüfungsanforderung auch alle Schülerinnen und Schüler bewältigen können. Wir wollen nach diesem Gesetz keinen Bahnhof der Enttäuschten erzeugen, und deshalb gehen wir ins Detail, deshalb braucht das Haus Zeit, und diese Zeit nehmen wir uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns ist klar, dass wir natürlich mit den Einrichtungen, den Trägern, den Schulen auch die Zeit zur Vorbereitung geben müssen. Die neuen Anforderungen in der Praxis umzusetzen, wird nicht einfach. Und deswegen hilft es zu diesem Zeitpunkt auch wenig, wenn die Opposition hier versucht, ein Gefahrenszenario für Pflegeschulden heraufzubeschwören. Wir müssen als Politik der betroffenen Szene die Möglichkeit geben, die neue Pflegeausbildung zu etablieren. Und sollten wir, und das ist mir wichtig, sollten wir wieder erwarten, Komplikationen hier feststellen oder sollten Komplikationen auftreten, steht es doch dem Gesetzgeber immer wieder noch frei, und wir haben es doch selbst in der Hand, hier nachzusteuern. Und wenn wir das feststellen, werden wir das auch machen. Da bin ich mir wirklich sicher. In der ganzen Diskussion ist auch das Thema Bezahlung für die Arbeit und dergleichen immer wieder aufgeploppt. Ich kann nur sagen, für das Thema Bezahlung sind die Tarifpartner zuständig und nicht die Parteien. Und das ist richtig so. Und das ist gut so.
Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich mich natürlich für die Zusammenarbeit bedanken. Wir haben in dieser Legislatur für die Pflege in Deutschland und somit für die Menschen viel erreicht. Wir haben es weiterentwickelt. Wir haben die Pflege zukunftsfest gemacht. Dafür bedanke ich mich. Herzlichen Dank. Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Petra Kohl.